You attacked me by surprise. Alter. Using the poisonous pauser. Mach da gar nicht. Lol. Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Several monks came out nowhere and attacked Jingdi by surprise. It's poisonous. Cough, cough. Juniper stole the scripture, and it has nothing to do with the errors. Senior brother. Oh, jetzt ist er tot. Keep holding on. There's good chance to escape from. Turpan Monk. Okay. Jetzt muss ich. Ja. Gibt keine Aufgabe mehr, oder wie sieht's aus, hä? Meine Güte. Güte. Venture Wrist Guard. Ja, ist alles nichts so Besonderes, ne? Ist in Koma. Take him to the Master Abbot in the Mahavira Hall. Maybe the Master Abbot can save him. Ja, dann werden wir das zusammen ausprobieren, oder? Was sagt ihr dazu? Nein. Oh, jetzt wieder 5 Sekunden. Ihr könnt bitte lesen. Okay, kam ja wirklich viel vor. Also, take the unconscious Jingdi to the Mahavira Hall and ask Master Xuanhe. Das ist der Typ da. Was anderes gibt's nichts. Gibt's nicht, ja. Gibt es nichts zu tun. Mist es. Ach, das war der, genau. Das können wir auch irgendwann mal bearbeiten. Deliver medicine. There should be no tree for body. Just as there should be no stand for a mirror. How could you bold be anything? Buddha bless you. Ich bring erstmal Medizin. I have some antidote I just prepared. Go and ask King Zheng to study it and see if he can prepare more. Jo, dann gehen wir da mal hin, ne? King Zheng und King Zheng. Der ist auch dort und der Typ ist auch dort, also. Achso. Lol. Ich wusste gar nicht, dass es hier einen Hinterausgang gibt. Und dann noch die andere Aufgabe mit dem, ja. Complete the Quest. Der Typ liegt natürlich immer noch da. Und jetzt einfach mal hier rüber, weil sonst laufen wir hier wieder 3 Kilometer außen rum. Und das völlig unnützen. Ach Mensch, schon wieder gegen den Tisch gerammelt. Ich brauche immer wirklich ein besseres Mikrofon, denn ich muss immer so nah dran gehen, wenn... Oder halt hier schalte mit. Na, keine Ahnung, aber ich glaube, da lohnt sich dann echt ein teures Mikro, was mehr. Denn wenn ich so weit weggehe, so hier dann, ne, muss ich erstens extrem laut reden und es schallt auch meiner Meinung nach recht stark. Und wenn ich so da rangehe, darf ich zwar nicht so laut reinpusten, dann kommen die schönen Windgeräusche, das ist auch scheiße, schlecht, Mist, hier rum. Aber es klingt einfach fülliger, was logisch ist, wenn man so nah am Mikrofon ist. Hier, der Typ. Ask me, sit there and check it out later. Ask me to the antidote to you, he wants to prepare more. Yeah, haben wir gemacht. Was auch immer. Can be submitted. Wo ist der andere Typ? Der King Chang, Chong, King Chang, Chan. Ah, da ist nur hier unten. Ah, da. Die essen ja alle. King Hui. Mein Gott. Warst du zu Ming, ja. Dankeschön. Zu Ming, kann man zu dem gehen? Da und wieder. Ja, genau. Master Xuan, hi. Xuan Hui. Lalalalalala, das ist ein bisschen weiter weg hier. Toll.
Da mache ich jetzt erstmal ein schönes Thumbnail. So. Oh, Screenshot, besser gesagt, erstmal nur. Hab schon Jason oft so betont. Nein, dankeschön. Booty Hall. Hätte ich wieder. Na egal. Wurscht. Dafür kann man hier springen, ne? Aber diesen nach vorne, diesen dritten, das würde ich gerne schon können. Jedes Waldgoosting da. Ja, wir haben das Medizin. Wir haben die Medizin jetzt complete the quest. That's bad news, Abbott. Na, wunderschön. Wie kann man das Zeug verkaufen? Ich würde sagen, am besten hier an dem Typen, der die Kleidung verkauft. Ja. Nein! Ach, schade. Und der Typ... Ne, ist hier oben. Verkaufen wir mal ein bisschen billige Kleidung, um da Platz zu machen. Ich weiß, sind nur wenige Wände, die ich bekomme, aber... Das ist mehr als nix. Und sinnvoller als... Ja. Was können wir denn mal so weghauen? Haben wir denn irgendwas doppelt? Hosen. Na, Schuhe haben wir nichts doppelt. Warte mal, muss ich mal kurz... Cotton Gray? Ach, das ist meine. Das zeigt mir das an, was ich habe. Dann, die haben wir zum Beispiel doppelt. Die können wir zum Beispiel einmal weghauen. Also. You've gained 68. So. Dann haben wir Paladin. Common Cloth Upper, bla bla. Red Eyebrow Hair. Oh, ist ja dreimal dasselbe. Und nochmal 77 Wenden. Und nochmal 77 Wenden. Auch geil, wie der hier da erzählt, ne? Sword. Was haben wir denn noch? So, Silver Headwear. Geixu Leggings. Cloud Hair Trousers. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Wir haben jetzt nur die doppelten Sachen verkauft. Habe ich jetzt schon drei Plätze frei. Boah. Oh Mann, komm. Was ist denn da los? Ist mich. Sag jetzt nicht, ich komme da nicht hoch, ey. Geht doch, Mensch. Man muss nur wollen. Und schon können wir die Aufgabe akzeptieren. Dankeschön. Jingde was raided by the Lama. Our Shaolin is well protected. How did the Turban Monk sneak in? This matter is not so simple. We need to investigate it. Feels Jingde Day's pulse. Jingde has been poisoned badly. A human life is of greater value than anything. We should send him to Master Xuan Shen in the Bodhi Hall to get a cure. Mach mal. Begin plot. Chapter 1. Unique poison. Was auch immer. Got the body to the medicine hall. Hä, wie kann ich denn? Hallo? Ich muss den doch mitnehmen. Ach, go to the, egal. So kann man nämlich wesentlich abkürzen über die Mauern. So, da müsste er irgendwo sein.
da in der Mitte. Suan Chen. Na. Ah, falsch. Da drüben ist er. Ja, jetzt kommt schon wieder die Filmsequenz. Könnt ihr bitte lesen. Ah, jetzt haben sie es schon selber rübergebracht. Okay. Also es kann niemand heilen, außer der, der den Trank gemacht hat. Also es ist Gift. Sprich, wir müssen den Typen finden. Master Xuan Che from Body. Medicine House is perfect in herbal medicine. He listened to his opinion about. Ja. Habe ich doch gerade schon in der Filmsequenz gesehen. Ja, complete the quest. Boah, krämerisch Kohle hier. Body is rare. Can't promise. Ja. We caught even with a snow lotus, okay. We cannot save Jingle, please, Master Xuan, find a way to save him. This poison is unique and it was only recorded in medical books briefly. I haven't seen it before. I don't know why Jingle provoked the person that drugged him. Now we still... Oh, was gibt's denn jetzt? Collection Box. Yeah, Barbie Collection Box. Now we still... Yeah, blah. Yeah, please wait for a minute. I want to visit Jingle first. Ja, dann machen wir das, ne? Ist das ja eigentlich Disciple? Ja. Kann man hier Medizin kaufen? Sieht so aus, oder? Small Spirit. Was kosten die Dinger? 15 Wände, das geht ja. Also das recovers life. Recovers life. Medicine Effect recovers life. Eternal Power. Okay, also die Dinger sind anscheinend am teuersten. 120, aber die sind auch am effektivsten. Der wird 2 Sekunden. 154. 10 Sekunden, 10 Sekunden, naja gut. Key Walking Powder. Big Spirit. Also lohnt sich eigentlich nur die Sachen da. Aber ich habe eigentlich noch genug von dem Zeug, also brauche ich mir da nicht jetzt hier irgendwie. Spirit Retaking. Boah, ist bestimmt noch besser. Ne, ist nicht besser. Keine Ahnung. Ja. Hier haben wir jetzt den Tippen. Gehen und fragen, wie es ihm geht. I did all of these. The scriptures. Ja. What should we do? It's getting worse. Listen to Master Xuan Chen's opinion. Hat's jetzt gebracht, ne? Mentally of war. Ach, Alter, sehen wir denn immer dasselbe, Mensch? Ja, das saved is poison. Ja, wissen wir. Haben wir in der Filmsequenz gesehen, the poisoner. Ja, we can find him. Jill has taken the reviving pill to restrain the poison from spreading and save his life briefly. To go to fetch some water from the lotus pool with wood bucket. I will continue to boil some medicine for Jingdi and see the effect. Ja, dann machen wir das mal. Und holen Eimer Blut, Lotus. Fetch water from the pond. Ja. Wo sonst? Ich kenne auch keinen anderen, wo hier noch so ein Ding ist. Also keinen anderen Ort, besser gesagt. Ist aber auch ein schönes Teil, das hier, ne? Ja, holen wir mal ein bisschen Wasser raus, ne? Wo auch immer. Wo ist, hab ich denn bitte schon jetzt wieder einen Wassereimer? Ah, hier, Collection Box, das ist schon mal cool. Denn dadurch haben wir mehr Platz. Finde ich superst. Ah, hier ist der Eimer. Wie kann ich den füllen? Das weiß ich selbst nicht. All the people on one of mind. Additional attack damage. Tja. Ah, okay, Rechtsklick auf den Eimer. So einfach ist das. Und fertig. So, dann bringen wir den Eimer noch hin und dann war's das schon wieder für heute.
Und ja, leider muss ich fast sagen, ich hätte gerade wirklich Lust weiterzuspielen, aber dann ist das nicht mehr so aktuell. Dann kann ich eventuell auf aktuelle Dinge nicht so eingehen, wenn ich voraus produziere so viel. Ja, und die Folgen länger als 15 Minuten will ich auch nicht unbedingt machen, deswegen. Ja, sage ich, erst gut, gehen wir erstmal noch das Wasser ab, bevor es noch gammelig wird. Bis nächste Woche. The Mentality of Ordinary People's Effect, ja. Dankeschön. Monks are merciful, we do save his life, ja. I'd better tell the abbots about the truth and make plans later. Ja. Danke fürs Zuschauen. Warte mal, hier machen wir mal ein Krankenbett mal auf Foto. Screen. Oder hätte ich eigentlich vorher machen müssen. Shot. Ja, oder hier noch vor dem Gebäude. Ich weiß es nicht. Wie wär's denn damit? So. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie immer. Und ich sage einfach mal, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, tschaußen!